Hallo zu Körper Space Bootcamp. So, ich habe Tipp bekommen, was ich machen sollte. Ich sollte jetzt habe ich nicht nachgehört, wie ich damit machen soll. Also an welchem Punkt am besten? Also Periapsis sollte zwischen 70 und bekomme ich den Punkt hier nicht. Ne, das war ein bisschen zu viel. Jetzt Ansicht, das ist immer ein bisschen viel. Ja, 780 ist ein bisschen wenig. 20 ist ein bisschen wenig. Das ist zu viel. Ich peile so um die 60 an. 64, ja. Dann werde ich zwar ein bisschen rundum herumfahren müssen, aber so langsam komme ich dann an, dass das Schiff dann immer mehr abgebremst wird. So. Ob du nix Manöver? Mache den hier raus. So. Am Bob bin wir mal hier. Zweiundsechzigtausendzweiundvierzig Meter. Wie jetzt?
Nein, 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 komm. Ja. Ich hätte das speichern sollen. So. Perapsis hat sich schon etwas angenähert. Naja. Wenigstens etwas. Aber dieses Gedrehe, das macht mir Sorgen. Welche Höhe sind wir? Ich bin kurz davor, nochmal neu zu laden. So, Time war vierfach. Thank you.
So. Sechsundachtzig, vierundachtzig, dreiundachtzig, zweiundachtzig, einundachtzig, achtzig, achtundsiebzig, siebenundsiebzig. Also unter. Siebzigtausend Atmosphäre kommt. Oh. Ich drehe mich wieder um und kontrolliert. Ups. Unter 60. Oh. 3 wird's warm. So, wir steigen wieder. Gleich sind wir wieder aus der Atmosphäre raus. So. Raus aus der Atmosphäre auf 60.200. Nächster Umlauf. Wieder das Drehen. Einundsechzig.
60.000. Kalkulierte Periapsis wurde erreicht. Jetzt geht's wieder aufwärts. Vielleicht sind wir wieder aus der Atmosphäre. Um weitere 100 Meter ist die Periapsis. Boah, hier. Ich glaube, da war kein... Okay, Periapsis erreicht. Ob hier ich hätte doch auf 40.000 oder so machen sollen. Wieder 9 Meter nur runter. Da umrunde ich das noch 1000 Mal. Thank you.
So. So, noch eine Umrundung und nächstes Mal unter 60.000 wohl. Sechzig, 55, 53. So, wollen wir mal hier gucken, wie es aussieht. Keine Ahnung, ob wir jetzt drunter waren. Da drüber.
Ich weiß nicht, ab welcher Höhe richtig bremst. So, jetzt gleich sind wir wieder. $2,400,000. So. Sind schon wieder über die Apoapsis. Na, naja. Ob hier. So. Ob hier. $2,300,000. $300,100. Immer noch über 60.000. Jetzt wurde ich da kurz mal, habt ihr da eine kurz, nein, das könnt ihr ja gar nicht gesehen. Ist ja gerade sowieso nicht spannend, wie man hier, wie ich hier durchs Weltraum rumtaumelt. Und wir sind unter 60.000, yeah. Warp hier. $2,18. Und da sind wir unter 60.000. Naja, nur 15 Meter, aber immerhin. So, dann wollen wir wieder mal warpen. So. Auf einfach Bob hier.
weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt hatte. Und wir sind schon wieder raus aus dem Minimum. So. So langsam wird es doch ein bisschen weniger, was hier überbleibt. Und sind schon wieder drüber. Maximale Geschwindigkeit. Bier. Da sind wir unter 60.000. Aber nur knapp unter 60.000. Ah ja. Papier. Naja, der prognostizierte 1000-mal rumfliegen, das bewahrheitet sich jetzt hier.
und wieder warpen. Millionen Gebeine. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hopp, hier. Millionen Apoapsis. So. Und Bob hier. Und 1,3er Apoapsis. Nee, das wird irgendwie nicht hier weniger.
Naja, kann doch noch was werden hier. Das hier bald. Komm mal an, 2 Millionen. Naja. Und um 7.050, immer 150, meine ich. Unter einer Million. Na gut, ist noch über eine Million, aber bald nicht mehr. Na, bis ins zweite runter sind wir 23 Meter. Yippie. So, vierfach. Ob hier? Und 1 Million. So. Ein 80, das sind ja schon ein paar Meter, ein paar Meter weniger. Ob hier. Naja, 7 Meter. Aber wenn man hier das sieht, wenn sich das immer kleiner wird, wird sich überall bald. Achthundertneunzig.
Okay, 7. So, 4-fach. Warp hier. Sechzigtau. Naja, aber die Apoapsis ist bald unter 800. Ja, vielleicht auf 750 kommt die jetzt. Nicht ganz auf 750. Ah, da geht jetzt ziemlich schnell runter. Na, ja, da war nochmal ein guter Sprung nach unten. Und komme ich da unter 700? Nicht ganz, glaube ich. Oder? Nee, nicht ganz. So, gucken wir mal, wie weit runter geht. Ja, da ja, das sieht schon mal gut aus, aber da wird noch einige Umrundungen dauern. Unter 650 schon. So, bald ist es.
Ja, noch ein gutes Stück runtergekommen. So langsam machen wir da Fortschritte. So, wollen wir da mal schneller werden. Unter. Beim nächsten Mal wird das unter 550.000 sein. Und sie wird bald unter 59 sein. Hoffentlich ist die Folge nicht wirklich wieder für einen Eimer, weil wir so unkontrolliert da rumeiern. Ah. Ja, unter 550 kommen wir. Locker. Vielleicht unter 25? Nicht ganz. Bin mir sicher, aber nächste Runde sind wir unter 500. So. Da geht noch viel weiter runter. Ja. Vielleicht unter 300. Na, na. Nee. Locker unter 500. Vielleicht knacken wir noch die 75. Nee. Nächstes Mal dürften die 425 sein. Unter 300, unter 250, unter 200, unter 50. Nächstes Mal könnten wir die 100 knacken.
die 25 locker geknackt. Wer denn die 400 noch geknackt? Ich glaube nicht. Nee. Ah. Der Orbit wird immer flacher. Oh, der Warp hat aufgehört. Take a map. Kommen wir vielleicht unter 59? Unter der 100 sind wir. Unter 59.000 hier. Unter der 900. Ja. Knacken wir die 350 hier. Nicht ganz. So. So, danke. Die Atmosphäre wird auch dicker und deswegen bremst es auch stärker. Oh. Unter der 800. Unter der 750. Unter der 700. Nicht unter der 600. Aber hier sind wir gleich locker unter der 300. Nein, nicht unter die 300 gekommen. So, müssen jetzt wieder beantworten.
Der Eintritt dauert natürlich immer länger. Und tada! 600, 500, 400, 300, 250, 250, knapp über der 200. Ah, und da knacken wir die 250. Zwack, gut, ein bisschen über 240. Bob hier. So. Bald haben wir eine permanente Bremsung. Hoffentlich wird es da nicht zu warm. Ich traue der Sache noch nicht ganz. Wirklich sehr warm wird es hier nicht. 300, 200, 180.000, 900, 800, 700, 600, 600, ne, die 500 jetzt nicht mehr. So. Wechseln und warpen. Unter 200. Das sind nicht mal viele Umdrehungen, die wir hier machen müssen. Unter 75. Erstmal so und dann wieder Warp. So. Naja, das ist ja alles noch relativ unspannend.
So, jetzt kommt die spannende Zeit. Unter 500. Unter 400. Unter 300. Unter 2. 1. Unter 57.000. Unter 900. Unter 800. 100, 700 meine ich. 600. 500. 400. 300. 200. Jetzt 200. 116, okay. Oh, das wird ja unter 100.000. Wenn wir Glück haben oder Pech oder wie ich das nennen soll, kommen wir gar nicht mehr raus aus der Atmosphäre.74, 74, 74, 73. Nee, noch nicht 73, aber gleich 73. 10. Kurz raus aus der Atmosphäre und dann wieder rein, wa? Jetzt bleiben wir wohl in der Atmosphäre drin. Den nächsten Schub. Ich mache mir jetzt so langsam Sorgen um die Hitze. Aber die Körperexperten, die ich fragte, die spielen das dauernd. Die meinten, Quatsch, mach dir da keine Sorgen. Einfach langsam reinkommen lassen. Mit ein paar Umdrehungen. Dutzend Umdrehungen, naja. Da haben wir die Landebahn. Die kann man schon erkennen. Machen wir schon mal auf einfach. 93, 92, 91, 9,
89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 76, 76. Ich würde gerne drehen. 72, 71, 7, 6, 9. Ich möchte drehen können. Sechs, null, fünf, neun, fünf, acht, fünf, sieben, fünf, 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 vier, fünf, drei, fünf, zwei, fünf, eins, fünf, fünf, 55.049. 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 0, 3, 5, 3. Oh. Oh, es wird heiß, es wird heiß. Es wird heiß. Es wird lange heiß. Ich kann nicht drehen, ich kann nicht drehen. Achtunddreißigtausend. Siebenunddreißigtausend.
33.000. Man nutzt sie auf hier. Achtundzwanzigtausend. Fünfundzwanzigtausend. Dreiundzwanzigtausend. 22.000. 20.000. Wir kamen wie ein Komet auf die Erde. 17. Hallo? Mission completed. Jebetaya und Valentina abends überlebt. Valentina wird gleich noch Wasserprobe nehmen. Noch 50. Eva. Tick. Eva Report. So. F. Komm. F. F. Na komm. So, Bord. Recover Visa. Puh, was? 300 Science-Punkte. What the
Verdammt, Mann. Uiuiui. Part, naja, Crew. Advanced to one level, level. Dann. Ja, mit diesem großen Erfolg verabschiede ich mich. Tschüss.